Die sieht wirklich übelst nice aus. Oh Gott! Der Dodorax, wen hat der? Mich! Gary, ich kann nicht teleportieren, ich kann nicht teleportieren. Miggy, komm, Miggy, du schaffst es! Miggy, come on! Du kriegst es! Oh mein Gott, was für ein kleiner Wi-Fi, Gary! Den hast du noch nicht gesehen! Nein! Miggy, ganz ruhig, ganz ruhig! Nicht bewegen, Gary! Er macht nichts. Ich weiß es nicht! Er kommt zurück! Jo, und somit wieder herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Ark! Hallöchen! Okay, wir sind natürlich nicht bei unserer neuen Base, denn dort hat sich etwas geändert. Ja, den hat Gary, also Leute, sie hat ihn misshandelt. Sie hat ihn geschlagen, sie hat ihn rumgewirbelt, keine Ahnung, mit Enterhaken. Und komm, ja, mein Ballon. Sie hat sich ihn gezähmt. Schaut euch das mal an, pass auf, er fliegt gleich. Komm. Fliegt er nicht? Ah! Oh shit, hat er sich wehgetan? Nein. Alles ist gut. Okay, Gary, du hast noch eine Überraschung. Leute, ich habe eben gerade einen Trank benutzt. Ihr kennt ja unseren Morella-Tops, den habe ich ja gedingstet. So, und die Gary will das auch mal, weil ich habe meinen eben gerade benutzt. Der war aber unten in der Erde drin. Da muss man drin vorsichtig sein. Am besten oben, noch nicht machen, Gary. Am besten oben drauf stehen. Entweder ihr springt und macht das dann, oder keine Ahnung, aber stellt euch am besten so hin, weil ansonsten landet der unten in der Erde. Der steht schon da vorne, aber ich habe ihn auch noch nicht gesehen. Die Gary hat ihn hochgeholt. So. Okay, Gary, warte. Sind Sie bereit für das absolute Erlebnis? 1, 2, 3! Okay, im Springen kann ich es nicht machen. Okay, dann los. Okay, ich guck hoch und... 2, 3! Jetzt sagt nicht, dass wieder unten. Okay, Leute, ich glaube, die Gary muss ganz kurz was machen. Hä? Wer ist das denn? Ist er da? Wer ist das denn? Leute! Also ist das so... Egal, wie oft ihr es benutzt, ihr kriegt immer einen neuen Dino. Alter, wie geil ist das denn? Diego hieß unser von Anunnaki, oder? Ja. Du kannst ihn Diego... Ach, scheiße, es ist ein Mädchen. Wie hieß Diegos Freundin? Keine Ahnung. Leute, schreibt mal in die Kommentare an. Diegos Freundin, wie heißt sie? Weil denn diejenige wird auf jeden Fall einen Namen hier kriegen. So, 4800 Energie mit 90 Level, nice. Aber das da drüben, dahinter. Ja, den da oben werde ich gleich benutzen, aber den da... Den habe ich gerade hergerufen. Ich habe ihn selbst noch nicht gesehen. Gary meinte, er ist ein Shadowloss drin. Ja, er versteckt sich gerade. Ich sehe ihn. Er ist gelb-blau. Nice. Komm her, ein Electric? Ja, aber guck mal, wie geil der aussieht, ey. Ist der größer als sonst? Weiß ich nicht. Ich hol mal kurz einen her. Ach, Leute. Was ihr euch noch sagt? Oh Gott, oh Gott. Heieiei, bist du hell. Okay, du hast schon länger nicht mehr die Seasonic gesehen, wa? Sie ist ein Engel. Kannst du mal draufpacken? Ja. So, also von der Größe her sind sie beide nicht verschieden, aber von den Stats her, muss man sagen... Ach, wie süß, oh, ist das süß. Man muss wirklich sagen, die Gary hat sich Mühe gegeben. Passt mal auf, ich kann euch das mal hier zeigen. An unseren RC, ich glaube, so hieß der Name. Den Sattel hat sie hergestellt in den Farben. Dann hat sie die Uties, hat sie gelb gemacht. Sie hat jeden Sattel, ja. Hier sogar von den, wie hießen die nochmal? Rayas. Genau, der schwarz, der rot, hier schwarz. Also Respekt an der Gary, Leute. Ja. Hat sie echt gut gemacht. So, jetzt will ich aber ganz kurz mal gucken. Was kann er denn? Gary, bewegst du weniger als ich? Mach mal Attacken. Zeig mal her. Nichts Rechtsklick drücken. C mach mal oder so. Okay, ich drück C. Rechtsklick. Ah! Okay. Ja, stimmt, bye bye. Den testen wir später aus, Leute. Den testen wir echt später aus. Das ist halt... ich denke mal, wir müssen uns erstmal nackig machen, damit das überhaupt funktioniert. Ultima, ich komme hoch, denn du bist mein Gefährte für diese Folge. Und passt mal auf, wie groß der ist. Ich muss aber erstmal ganz kurz rüber, das dauert ganz kurz. Na okay, geht eigentlich ganz schnell. Der ist gar nicht so groß. Also, die sind gleich groß. Echt? Ja. I'm coming. Oder? Freunde, was solltet ihr sagen? Sind die gleich groß? Ich stelle ihn jetzt mal ganz kurz... Doch. Ja, okay. Gleich groß. Aber, wie gesagt, er hat eine Form vom Anki, vom Rex, von dem Raptor, von dem Indoraptor oder von Indominus. Es sieht halt so aus. Ein Kopf von Trike und vom Trike gemischt. Und das ist halt episch. Er ist etwas. Er ist der ultimative... Ich komme nicht mehr auf seinen Namen. Wie heißt er? Ultima heißt er. Nice. Es ist Ultimative von Ultimativen. Ha, jetzt bin ich da. Ach du Scheiße. Bye bye. Scheiße. Was? Abspringen. Nein, das ist nicht das Problem. Wicked?
komischer Spino, ein Feuerspino oder so. Gary, Ultimasaurus macht 1200 Schaden. Help me. Ja, teleportier dich zu mir. Warte, warte, nicht teleportieren, nicht teleportieren, aber... Okay, seht ich ihr hab's das? Geschafft, ich hab ihn abgeschüttelt. Gut, gut, gut. Seht ihr das? Die ISO-Map hat sich geupdatet. Ja, ja, von da hinten, aber wir sehen gleich alles, weil es gibt hier was ganz, ganz Spezielles. Und das ist so geil geworden, das ist heftig. Okay, seht ihr schon unsere Base? Es hat sich etwas getan. Ach, hallo. Ah, ich hab's geschafft. Okay, also wir können jetzt hier nochmal hochgehen. Dann hat sich die Plattform ein Ticken geändert und... Wir waren sehr, sehr fleißig. Also, die Gary hat ein bisschen rumgeschaut. Ich war auch ein Ticken sehr fleißig. So, wir haben hier mehrere Sachen drin. Und zwar, dank an Toxic Puma, ne, aus den Kommentaren, wir konnten von der Eco-Mod, können wir doch ein paar Sachen benutzen. Ne? Und zwar habe ich mir wirklich gedacht, wer Aberration nicht gesehen hat, am besten anschauen. Wir waren ja von unserer Base voll überzeugt so. Also sie war wirklich wunderschön. She was beautiful. Und deswegen werden wir diese Fensterdinger hier benutzen, ne? Aber wir müssen ganz kurz was testen, ne? Gary, wir kommen nicht raus. Ah doch, wir kommen raus. Echt? Okay, es funktioniert. Ich komme raus. So, okay, warte mal. Ich muss ganz kurz was machen, weil ich will die ganze Zeit was anderes drücken. So, und zwar haben wir uns das so gedacht, dass hier jetzt die ganzen Fenster hinkommen. Auch hier jetzt ganz speziell, damit wir überall rausschauen können. Wie in Aberration haben wir ja genauso gemacht. Aber das ist noch nicht das Besondere. Gary, ich glaube, die Fenster reichen gar nicht. So wäre das. Und dann haben wir das so in Aberration gebaut, weil ich finde das ein bisschen schnieke. Ich kann euch das auch gleich von außen zeigen. Oh, yeah. Das sieht wirklich gut aus. Und so haben wir wirklich alles im Überblick. Man sieht zwar nicht so gut, also okay, man sieht schon recht gut raus, aber diese Balken sind halt, sehr dick. Aber es ist eigentlich ganz passend. Steh okay. Ich noch bei dir? Du schläfst. Shit. Was machst du? Ich glaube, ich habe einen Fatal-Error. Ja, nice. Okay, die Gary schläft schon mal. Pass auf. Und so schaut das von außen aus. Sieht das gut aus? Was sagt ihr? Komm, ich gehe jetzt mal hier bei der Seite. Sieht das gut aus? Ich denke mal schon. Oder sollen wir das eher aus Metall bauen und dann halt die Fenster? Aber ich finde, das sieht so gut aus. Ich finde es auch schön. Ja, ich baue mal ganz kurz die rechte Seite weiter, weil damit haben wir auch noch was vor. Und dann warte ich mal auf die Gary, weil sie schläft ja noch. So, Freunde, es nimmt langsam Form an. Und zwar habe ich jetzt schon mal Railings rangebaut. Es sieht halt ein Ticken schnieke aus. Und dann, passt auf. Ja, ja, ihr habt rechts eventuell schon gesehen. Die Gary schläft immer noch. Ja. Okay, ich habe schon Ticken gebaut. Seht ihr das? Okay, sieht schon mal gut aus, oder? Und zwar hier. Hier drüben, ich denke mal, die beiden können wir auch noch wegmachen. Denn hier haben wir so eine, wollen wir halt so eine Art, ja, Balkon platzieren. So, also ich denke mal, ihr wisst ganz genau, was ich meine. Da kommen hier jetzt halt die paar Railings hin. So, die mache ich jetzt ganz kurz fertig. So, letzte wurde jetzt auch erstmal gesetzt. Das ist jetzt unser Balkon. Aber ich denke mal, ich werde ihn hier an einer Stelle noch einen Tick nach vorne machen. Zum Beispiel hier bei dieser Pflanze, weil die Pflanze muss weg. Die Pflanze muss weg. Genau, die Pflanze muss weg. So, das kann jetzt erstmal weg, denn ich habe noch weiteres vor. Zum Beispiel jetzt brauchen wir Wände. Genau, Wände habe ich jetzt auch noch genug. Ach du Scheiße. Okay, ich bin ein bisschen... Ach nein, ey, come on. Endlich. Ich hab's geschafft. Okay, so. Und jetzt seht ihr, oder eher gesagt, jetzt könnt ihr sehen, wie es jetzt gleich ausschaut. Pass auf, wir können jetzt hier diese ganzen Fenster hinplatzieren. Och, ich hasse Ark. Ich hasse es. Wenn du sehen würdest, was hier gerade geschieht, das ist nicht mehr menschenmöglich. Also ich höre es, ja. Ja, du hörst es, aber... Okay, es fängt wieder an zu regnen, Gary, wie immer. Wie immer. So, und ab hier geht es jetzt wieder weit. Ich krieg die Krise. So, endlich. Okay. Wie kann ich euch das jetzt am besten zeigen? Warte mal, bevor ich jetzt am besten rausgehe und euch das zeige, weil die Gary muss ja jetzt auch gleich noch kommen, will ich euch noch etwas zeigen. Wir haben etwas gecraftet, ich weiß aber nicht, ob ich das so lassen werde, denn hier kommt ja so eine Art, ja, Fahrstuhl oder halt ein Gang nach oben. Und zwar, ich weiß nicht, ob ich das so lasse oder vielleicht etwas kleiner mache. Pass auf, das gibt's in der S-Plus-Mod, ist eigentlich ziemlich geil, ist schon perfekt abgeschätzt und zwar, zack, so hoch ist das. Ich weiß aber nicht, ob ich das wirklich so lasse, denn Holz, Metall und ob das von außen wirklich optisch gut aussieht, weiß ich auch nicht. Wir gehen jetzt mal ganz kurz raus und schauen mal, wie es von außen ausschaut. Leute, das sieht doch gut aus, oder? Ich bin gleich da, ich kann es gleich beurteilen. Ja, es sieht wirklich gut aus, aber es ist noch nicht ganz fertig. Es fehlt noch etwas. Das
Was ganz Spezielles, aber das seht ihr gleich. Aber was sagt ihr denn zu unserer Base? Ich finde, es geht. Es sieht schon eigentlich recht gemütlich aus. Und von außen hier, zack. So, das ist unsere neue Villa. Ja, also ihr habt gerade meinen Schritt gesehen, aber das hier sollt ihr eigentlich sehen. Sieht gut aus, oder? Ja, okay. Okay, das letzte Dach wird gesetzt. Und seht ihr schon, wo ich bin? Ja, es hat sich ticken was geändert. Ich glaube, hier muss ich noch was rüberbauen. Oder wir lassen es frei. Gary, die Aussicht ist doch wunderschön, oder? Ist bombastisch und romantisch. Und die Gegend hier zeigen wir euch noch abends. Das sieht so geil aus. Und hier müssen wir irgendwie ein Dreieck hinsetzen. Keine Ahnung, wo wir das herbekommen. Müssen wir halt schauen. Und das muss zu Ende gebaut werden. Ah, schreibt mal da hinten. Ich weiß nicht, mit den Metalldingern bin ich nicht so zufrieden mit. Okay, das kann jetzt alles erstmal weg, denn wir haben genug gebaut. So, wir wollen euch ja noch das neue Gebiet... Ach, hier, guck mal, da habe ich noch ein paar Fenster. So, okay, weil wir wollen euch noch ja das neue Gebiet zeigen. Oh Gott, Gary! Ja, 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 ja. Dodorex-Boss. Nee. Pass auf, der backt da rum, aber sobald er dich im Visier und oder so hat, er greift dann an. Okay, ich sehe den Eingang. Aus, Morella Top, aus, aus. Komm, siehst du, wie viel Schaden ich mache? Ja. Richtig heftig. Ach Leute, die Gegend hier, die sieht so schön aus. Die müssen wir euch mal im Livestream zeigen. Die sieht wirklich übelst nice aus. Oh Gott! Der Dodorax, wen hat der? Mich! Gary, ich kann nicht teleportieren, ich kann nicht teleportieren. Ich gehe home sweet home, okay? Ja. Eieieiei, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. Ich mach mit. Oh mein Gott. Okay, bist du weg? Oh, er kommt jetzt zu mir. Oh, Half-Life habe ich. Leute, 50.000 hat er uns abgegeben. 50.000! Ach du Scheiße. Oh. Oh. Holy shit! Oh. Ei, hä? Ich hab gedacht, ei, erst ei, wenn ei, du ei, richtig nah rangehst. Ja, okay, Gary, wir müssen nochmal hin. Alles gut, alles gut. Er kommt nicht, er kommt nicht. Okay, er hat nicht unsere Range. Alles klar. So, hier sind wir im neuen Gebiet. Und zwar im Griffin-Gebiet. Ihr könnt das genau sehen. Seht ihr diese ganzen Federn, die hier rumfliegen? Passt mal auf. Ich zeige euch das mal. Seht ihr das? Da. Und hier befinden sich Nester. Und die Gary meinte, da sind auch Eier drauf. Aber die kann man eventuell nicht aufheben. Wollen wir mal kurz ein paar Griffin klatschen? Ja. Und das Besondere hier ist, hier gibt es Crystal Griffin. Ja, aber die scheinen, glaube ich, sehr, 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 sehr selten zu sein. Also, ja, die meisten haben irgendwie noch keine gesehen. Was denn? Warte mal. Ja? Ich habe sonst die ganze Zeit immer nur schwarze Federn gesehen, ne? Ja. Hier fliegen aber weiße Federn. Kann das sein, dass es am Wetter liegt? Weiß ich nicht. So, warte mal, ich flieg mal hoch. Zack. So, warte mal, da ist jetzt was. So, mal gucken, was haben wir hier? Wir haben, du meintest eh Spam, oder? Genau. Ich bekomme da nichts. Ah doch, Element. Was ist das denn? Ja. Element Ore. Also Ore und Blue Gem. Alles klar, okay. Und Grün Gem kann man hier kriegen. Alles klar, okay. Nice. Wo hast du hier Eier gesehen? Da waren einfach nur zwei Eier drauf abgebildet. Du konntest aber ach, da, hier. Nichts machen. Ich hab sie. Bist du sicher oder kann man... Oder ist das, wenn man das die ganze Zeit spammt, dass man eventuell ein Ei rauskriegt? Das könnte auch wäre möglich. Ich probier's mal aus. Ach, lol, da fallen sie. So, was habe ich hier? Auch kein Ei. Das ist aber seltsam. Okay. Warte, was ist hier? Guck mal, hier befindet sich voll viel. Und hier befindet sich irgendwas schwarz. Eine Feder. Nein. Hier liegen... Hier ist aber eine größere Feder. Kannst du die einsammeln? Nee, aber... Schade. Leute, das ist doch übelst nice gemacht. Schaut euch das mal an. Weißt du, was mir gerade so einfällt? Ja. Ich habe den Sattel von Ultima gar nicht gefärbt. Nee, den hast du nicht gefällt. Aber ist nicht schlimm. Okay, lass aber kurz mal gucken, ob wir doch noch vielleicht irgendwas finden können. Weil die Gegend hier, Leute, ist übelst nice. Die haben sich schon hier echt Mühe gegeben. Die Map ist auch jetzt zu 75% fertig. Und das ist geil. Also fehlen nur noch 25%. Okay, hier ist kein Crystal Wi-Fi. Das ist auch wieder so ein kleines Nest. Crystal Wi-Fi, du meintest Crystal... Griffin. Crystal Griffin. Ey, geh weg von mir. Da kommt ein Griffin. Aber wie viele hier auch sind. Guck mal, das ist auch ein normaler Griffin. Nice. Kommt alle mit. Alle mit. Die ganze Familie kann mitkommen. Ich mache euch alle fertig. Oder befindet sich jetzt hier drauf etwas? Nee, auch nicht. Da drüben ist ein Griffin. Sie folgen mir aber alle. Oha, ein Wicked Poison Griffin. Wo? Oh, da. Wollen wir mal ganz kurz näher rangehen? Aber ja, nur ganz kurz. Ja, wenn Sie mir helfen könnten kurz.
Achso, ach, die schaffst du doch locker, Gary. Die schaffst du doch locker. Guck mal, oder soll ich kommen? Zack, 1400, also 1500 kann man sagen. Alter, Ultimasaurus ist übelst krass. Muss man sagen, von der Attacke her ist er heftig. So, ich schreie, Gary. Oben geflogen. Wie von oben? Da kam einer von oben runtergefallen. Stimmt, sehe ich gerade. Also, da... Alter, wie viele hier sind. Aber ist hier wirklich kein Crystal dazwischen? Sollen wir sehen? Nee. Griffin. Das war irgendwas anderes. Griffin. Irgendwas greifen die an. Aber der Wicked Poison Griffin, Gary, der ist riesig. Ja, deswegen. Der fällt richtig auf von hier hinten. Ich weiß nicht, ob wir da hingehen sollen. Nein. Ich will mein Dino nicht verlieren. Okay, lass mal kurz andere Seite gehen. Ach, Mann. Leute, dann probiere ich mal ganz kurz was anderes aus. Gary, kannst du mal ganz kurz auf Ultima achten? So, und zwar, ich hatte ja Informationen dank euch bekommen. Wir wissen, warum die Eier die ganze Zeit weggespoilt sind. Und das... Oh Gott, da ist Shiva. Shiva, aber ein Böse. Okay, die Eier sind halt weggespoilt, weil die schon länger hier liegen. Und zwar habe ich hier vorhin welche weggeräumt. Oh, ich glaube, ich bin falsch. Ich muss, glaube ich, weiter da links hin. Und die kann ich dann schnell aufheben. Ach komm, ich kann das doch jetzt eigentlich ziemlich gut. So, wir gehen mal ganz kurz dorthin. So, hier, genau, die Eier habe ich hier weggenommen. Jetzt müssen dort eigentlich neue gespawnt sein. Und da ist ein ganz schneller Drache. Was hat der für eine Range? Ich sehe nichts mehr. Na toll, ich bin tot. Nee, ich schaffe es noch, I'm dead. Nein! Miggy! Bloodwing. Eieiei, Miggy ist unten. Scheiße. Auf neutral gelassen? Nö. Okay, ich habe jetzt vor mir ein Ei. Ich habe aber Miggy noch nicht gerettet. Da, Gary, siehst du, ich habe es vorhin weggeräumt. Jetzt habe ich hier ein Poison Wife Egg mit Level 420. Und das läuft erst in 7 Tagen ab. Oh, geil. So, okay, aber jetzt muss ich Miggy rausholen. Okay. Miggy müsste sich dort befinden. Falsche Richtung. Miggy, ich hab ihn gesehen. Okay, Miggy, ich hol dich gleich raus, Kleiner. Okay, erstmal rumfliegen. Die Wyvern erstmal abschütteln. Da ist ein Prestige-Wyvern, den will ich jetzt nicht am Arsch haben. So, okay, Miggy. Ich könnte hier echt deine Hilfe gebrauchen, aber ich glaube, das wäre zu heftig. Ja. Okay, ich muss jetzt kurz abwarten, wo sie sind. Okay, sie kommen langsam. Okay, und... Zack. Ah, ich fliege genau... Miggy? Where are you? Miggy! Miggy wird angegriffen. Miggy! Ich hab ihn, glaube ich. Er kommt aber nicht hinterher. Okay, Miggy kommt hinterher. Holy shit. Ah, guck mal, hier. Freunde, ich habe noch ein Ei geklaut. Ha! Nice. Aber ich glaube, der spoilt sofort weg. Ich glaube, den hatte ich letztens nicht mit weggenommen. Miggy, auf neutral. Auf neutral, Miggy. Mach sie alle tot. Komm, Miggy, du schaffst es. Miggy, come on. Du kriegst es. Oh mein Gott, was für ein kleiner Wi-Fi, Gary. Den hast du noch nicht gesehen. Nein. So richtig klein? Oh, shit. Okay, los, let's go. Pass auf der anderen Seite sind Drachen. Also pass auf. Okay, Miggy lässt ab. Bedeutet das, dass er fast down ist? Oh, wer ist das denn? Ich dachte, das wärst du gewesen, Gary. Nein. Ach du Scheiße. So, ich komme. So, pass auf, Broly kommt. Oh Gott, ich will den Kleinen aber nicht töten. Wen habe ich getötet? Habe ich überhaupt getötet? Gar keinen? Nein. Okay, warte mal. Oh, ich darf nicht. So, der Kleine ist bei dir, oder? Der kleine Schwarze? Ja. Der ist über dir. Okay, ich darf nicht schlagen. Der Blitzwäufer, der muss sterben. Nein! Oh Gott, ich bin betäubt. Dann war es der Blitzdrache. Warte. Hast du Poison-Dings in deinem Inventar? Ja. Ich sterbe. Okay, thank you. Broly! Oh shit, ich sterbe. Okay, ich hau kurz mit Broly. Ich töte jetzt irgendwas. Ich hab's gerade so eben überstanden, ey. Welchen habe ich jetzt getötet? Okay, ich hab den Weißen getötet. Ja. Nice. Okay, Miggy, rauf da. Miggy, komm, du machst den, Miggy. Nee, komm zu mir, ich soll nicht zu mir. Ich hab Knochenbruch, aber ich kann Taming-Dings, ne? Regeneration, okay, nice. Ha. Okay, Gary, schau ab. Miggy steckt fest. Echt? Deswegen macht sie nichts, ja. Oh, scheiße, erst auf euch. Los, Alter. Miggy, hol ihn dir. Nur Chaos, ey, man sieht nichts. Schafft es Miggy denn auch? Scheiße, ich hätte einen Schockdart herstellen müssen. Miggy fliegt auf jeden Fall hinterher. Okay, nice, ich sehe es. Aber ich habe das Gefühl, sie fliegen weiter hoch. Eieiei, er will mich töten. Wir müssen ihnen irgendwie helfen, wir müssen Miggy helfen. Ja, ich schieße schon mit drauf. Liegt er? Nein. Gary,
Oh, wen habe ich gehauen? Okay, alles noch gut, alles noch gut. Yes, okay. Okay, nice, 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 nice. Migi, ich erkenne hier gar nichts. Migi muss es alleine machen. Migi muss es wirklich alleine machen. Wir haben keine Chance, irgendwas zu machen. No! Ich hab gehauen! Nice! Okay, Migi immer noch weiter drauf. Okay, nice. Migi! Okay, im Baum. Er steckt im Baum fest. Nice, ich hab einen Baum kaputt gemacht. Migi hängt fest. So, Migi, pass auf. Passiv und jetzt aggressiv. Komm. Migi steckt fest. Nee, jetzt. Er ist im Wasser drin. Ist doch kein Wunder, dass er da nicht hochkommt. Jetzt kann er. Er kann wieder fliegen. Nice. Okay, Migi. Er ist down, er ist down. Migi hat ihn richtig erwischt. Ich bin Geilo. Da. Wo seid ihr? Wir sind... Ich. Da. Alter, Leute. Ah, shit. Jetzt habe ich keinen Raum Matten mit. Hab ich mit. Zack. Okay. Alter, was für eine längste Zähmung ever. Ach, Migi hat doch eh Hunger runtergemacht. Ah, ich hätte... Leute, das habt ihr auch in den Kommentaren reingeschrieben. Alter, ich hab gedacht... Wie viel Level hat der? Ja. 216. Nice. Oh, als nächstes, Leute, wir müssen die Höhle unter Kontrolle bringen. Und zwar der Prestige. Der ist eventuell der nächste und dann der da hinten. Mich hat so ein komischer Drache angegriffen. Ein weißer. Nee, ein lilaner. Lila. Ein. Ach, da, ich sehe ihn schon. Wo denn? Genau hier gegenüber. Ach, du meinst diesen großen? Ja. Ja, hör bloß auf, das. No way. Was willst du jetzt? Oh Gott, oh Gott. Ruhig. Bewahr. Migi, herkomm. Migi, beweg deinen Arsch hierher. Migi, ganz ruhig. Nicht bewegen, Gary. Er macht gar nichts. Ich weiß es nicht. Er kommt zurück. Okay, macht er echt nichts? Er hat gerade nichts gemacht. Er ist direkt über mich geflogen. Okay, einfach die Ruhe bewahren. Hebst du Migi auf? Direkt über uns ist er. Oh mein Gott. Kritisch, sehr kritisch. Migi, bleib stehen. Nimmst du Migi mit? Ja. Migi muss stehen bleiben, sie haut ab. Okay. 9,2. Scheiße, es dauert bei dem. Okay, er kommt, der Poison. Ah! Ich hab Broly gegen Broly hat er keine Chance. Komm her, Gary, Broly macht ihn fertig. Oh, Gary, nicht bloß, ich sitze im Dings, komm her. Ich bin auf... Oh Gott, Gary. Der Bloodwing ist fertig. So, Broly macht es. Nice. Ich bin auf den Bloodwing drauf, weil er wollte gerade angreifen. Okay, zeig ihn mal her. Alter, der sieht gut aus. Oh, ja. Stimmt. Shiva ist ja eher so, hat ist wenig Shiva Level. Ist ein Weibchen? Ja. Und das ist ein Männchen. Vielleicht sind sie deswegen verschiedenfarbig. Das könnte echt sein, weil es gibt zwei Versionen davon. Stimmt, ich habe noch keine anderen farbigen gesehen. Ja. Ey, das ist aber geil, der Level 322, das ist krass. Yeah. Okay, aber das hätten wir echt nicht ohne Migi und Broly geschafft. Leute, wie gesagt, alle beide verdienen eine Medaille. Und auf jeden Fall war es erstmal von der weiteren Folge. Arc, ich hoffe, sie hat euch natürlich gefallen. Sie war ein bisschen chaotisch, aber diesen Bloodwing und natürlich Shiva werden wir in der nächsten Folge ausprobieren. Das wird mal langsam Zeit. Und ja, wenn euch auf jeden Fall die Folge gefallen hat und der neue Wi-Fi und die Base natürlich, dann lasst auf jeden Fall ein Kommi und ein Like da. Also, bis zum nächsten Mal. Bye-bye.